Hinter uns geht die Welt unter, aber können wir sie retten? Denn wir sind schließlich dieses Mädchen. Dieses eine Mädchen, bist du dieses Mädchen, sind wir dieses Mädchen. Mal gucken, ob wir die Welt retten können. Garnok hat Tornado-Tentakel. Ist es Garnok? Ich bin gespannt, was wir jetzt heute rausfinden können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir starten hier wieder in die Story und wir quatschen mit Sif, denn bei ihr geht es weiter. Hallo Sif. Ein Chaos-Vortex steigt aus dem Höllentümpel auf. Ich fürchte, es bleibt nicht viel Zeit, bis er beginnt, alle Energie, die er erreichen kann, zu verzehren. Erfahrungspunkte fürs Pferd. Das ist die Energiequelle, die mich aussaugt. Flieht! Ihr müsst fliehen! Ich werde euch schützen, so gut ich es vermag. Ihr habt sie gehört. Verschwinden wir von hier. Aber wir können doch nicht Sif zurücklassen. Sie hat uns jetzt so sehr geholfen. Wir können doch jetzt nicht Sif hier einfach... Und weg ist sie. Das geht nicht. Ruhig, Phönix. Alles gut. Oha, hier. Hallo? Wartet ihr vielleicht mal auf mich, ihr untreuen Tomaten? Ich fasse es ja nicht. Ich fasse es ja nicht. Hauen die einfach ohne mich ab. Okay. Jetzt ziehen wir hier an Linda vorbei. Eieiei. Ich dachte gerade, das wäre eine Giftwolke, aber das war nur der Pfeil, der uns hin zeigt. Also der uns den Weg anzeigt, der uns zeigt, wo es hingeht. Der zeigt uns, wo es lang geht. So, Leute. Oh nein, ich dachte, wir passen da dran vorbei. Hey, Phönix ist doch gar nicht so rund. Der wäre doch da locker durchgekommen. Oh, nein, keine Spinnen. Oh, bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte, nein, 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 nein. Keine Spinnen. Okay, wir scheinen Glück zu haben. Waren nur Spinnennetze, die Spinne war nicht zu Hause. Oh! Hi Lisa! Mit dir habe ich ja hier gerade gar nicht gerechnet. Dich habe ich ja nicht erwartet. So rum. Oh Gott! Oh! Die Musik ist jetzt halt gerade, also sie ist schon so ein bisschen dramatisch, aber sie ist nicht so dramatisch, wie ich sie erwartet hätte. Da hinten sind Alex und Anne. Hallo? Ihr wart zu langsam, Leute. Kommen wir denn jetzt raus? Ach, Gott, ach Gott. Ach, okay. Och ja. Aus der Richtung hätten wir natürlich auch schon mal in die Teufelsschlucht reiten können. Kommt man hier hin? Vermutlich nicht. Warte mal. Ich komme gleich wieder, Mädels. Kommen wir hier? Da hinten ist das das Labyrinth. Da ist die Schmugglerhöhle, Leute. Okay. Nee. Ach, da oben ist die Weide. Oh mein Gott, Leute, wir müssen unbedingt ausprobieren, was passiert. Ich bin ja mit Dina noch nicht so weit. Wir müssen unbedingt ausprobieren, was passiert, wenn wir die Story noch nicht gemacht haben und wir reiten dahin, wo wir hier aus der Schlucht rauskommen. Und was passiert, wenn wir jetzt hier wieder zurückreiten? Und dann testen wir, was passiert... Oh... Okay, Leute, das werde ich in einem Short, denke ich, hochladen. Dem eine ganze Folge zu widmen, fühle ich jetzt, glaube ich, nicht so. Das ist einfach zu wenig Inhalt. Aber das machen wir. Das testen wir aus. Das testen wir. Wir reiten da mit Dina hin und gucken, ob wir hier überhaupt rauskommen. Boah, bin ich mega gespannt drauf. Richtig, richtig krass gespannt. Das ist X22Y205. Ich bin richtig, richtig gespannt. Okay, so Anne. Du wundervoller goldener Sand, ich könnte dich küssen. Gut, das ist aber... Sand im Mund ist nicht so angenehm. Hoffen wir, dass Sif dem, was da gerade aus dem Höllentümpel entfleucht ist, Einhalt gebieten kann. Oh, Concord, ich bin so gespannt, wie Concord jetzt so ist von ihrem Wesen, wenn sie auch da mit uns redet. Das war krass. Die Situation in der Teufelsschlucht ist soweit gesichert, glaube ich.
Reiten wir zum Lebenswächter. Es gibt so viel zu besprechen und wir sollten uns alle ansehen, zu welcher Pracht der kleine Setzling herangewachsen ist. Oh ja, die Teufelsschlucht bricht zusammen. Sief macht das schon. Wir gucken uns erstmal Bäumchen an. Was ist denn mit euch los, Leute? Du warst so tapfer, Concord. Ich hab das vermisst. Ich bin unsagbar glücklich, wieder mit dir reiten zu können, Sonnenreiterin. Ich kann mich vielleicht nicht an alles erinnern, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Aber wenn wir galoppieren, dann spüre ich es. Hä, warum hat sie jetzt auf einmal keine Ausrüstung mehr drauf? An was erinnerst du dich? Ich habe eine vage Erinnerung daran, dass wir eine besondere Reise unternehmen wollten, zu einem Wettbewerb. Ich bin mir sicher, dass die Erinnerungen im Laufe der Zeit alle zurückkommen. Tiffany, geh doch schon rüber zu den anderen. Concord und ich brauchen einen Moment für uns. Alles klar. Ach, Concord ist einfach so hübsch. Also, die Quest, die ist schon sehr, sehr schön gemacht. Also, muss ich wirklich sagen. Ihr wisst, ich halte mich mit Kritik nicht zurück. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich es auch frei raus, weil ich immer der Meinung bin, es hilft nicht, wenn ich irgendwie was schön rede und mir irgendwas nicht gefällt und ich dann aber sage, boah, das ist aber toll. Das hilft niemandem weiter, aber die Questline, die ist wirklich schön gemacht. Also kann ich gar nicht anders sagen, die ist richtig toll umgesetzt. Concord als Pferd würdig. Das ist nicht einfach nur so mal eben schnell gewesen. Ach, guck, die beiden sind auch rausgekommen. Und was jetzt mit Sief? Oh, aber der Wächterbaum, guck mal. Er sieht überhaupt nicht mehr kahl aus und er strahlt wieder in voller Pracht. Wenn solche Bäume, also wenn die Bäume in der Grafik dann mal in Hollowoods stehen, da freue ich mich auch drauf. Hey, Tiffany, da bist du ja endlich. Ist euch auch aufgefallen, dass diese verrückten Wurzeln, die so rasend schnell gewachsen sind, uns dieses Mal helfen wollten? Echt seltsam. Geht es euch denn allen gut? Anne und Concord kommen gleich? Bestimmt tut ihnen ein Moment zu zweit gut nach allem, was geschehen ist. Ja, alle sind wohl auf. Blondie hier hat mein Bienchen und mich in Sicherheit gebracht. Sogar ich habe es unversehrt hierher geschafft. Dabei ist es eine ganze Weile her, dass ich auf einem Pferd saß. Blondie war Anne eine gute Gefährtin. Wir werden dafür sorgen, dass sie eine erstklassige Wellnessbehandlung auf der Starshine Range bekommt. Frau Holdsworth, wird Sief zurechtkommen? Sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um diesen magischen Sturm aufzuhalten. Was, wenn sie ihn nicht abwehren kann? Ach, danke, Linda. Schön, dass sich endlich auch mal jemand Gedanken macht. Sief ist ganz sicher in der Lage, den Chaos-Vortex zurückzuhalten. Sie hat in all ihren Lebensjahren ganz bestimmt schon Schlimmeres durchlebt. Ich feiere Frau Holdsworth so unnormal krass. Die Überarbeitung ist mega gut. Die ist richtig gut. Ja, natürlich, wir könnten auch außen rumreiten, aber wir stellen uns einfach mal auf den Hügel. Concord, da bist du ja und du siehst großartig aus. Willkommen zurück, Schwesterchen. Ich bin froh, dass ich mit euch mithalten konnte, meine Brüder. Aber ich bin ja auch nicht mehr wirklich klein, was? Nein, du bist ein ganzes Stück größer als ich. Was für ein Anblick. Die Schwesternschaft der Soul Rider und Wächterpferde ist vollständig. Meine Helden, lasst mich ein Foto machen, das uns immer an diesen Moment erinnert. Oh ja, hier, alle in einer Reihe aufstellen, nicht ineinander stellen, bitte. Oh, das ist toll. Oh, I love it. Das ist toll. Ich habe jetzt auch gerade hier F1 gedrückt, damit kann man ja auch Screenshots machen. Sag mir jetzt bitte nicht, das Spiel hat sich aufgehängt. Nein, okay, jetzt geht's weiter. Yeah. So, und was machen wir jetzt? Wir finden die Nachtreiter und verpassen ihnen einen ordentlichen Tritt in den... Lisa, nein. Jetzt wird erstmal gefeiert. Das haben wir uns verdient. Und können wir danach über die Insel reiten? Concord, wir müssen all unsere alten Reitstrecken besuchen. Der Plan gefällt mir. Frau Holdsworth, kommen Sie auch mit? Nein, meine Lieben. Ich reise nach Moorland zurück. Und da bleibe ich dann auch. Es ist allerhöchste Zeit, dass ich nach Hause komme. Dieses Abenteuer war mehr als genug für meine armen alten Knochen. Meine Bienen vermissen mich und ich sie. Aber Frau Holdsworth, wir brauchen sie doch. Huch, da hat sie gerade die Brille verloren. Meine Lieben, ihr habt bewiesen, wie gut ihr allein zurechtkommt. Ihr habt einander und das ist alles, was ihr braucht. Komm, mein Bienchen, ich bringe dich nach Frau Maria zurück. Tschüssi. Danke für das Abenteuer meines Lebens, meine lieben Soul Rider. Nein, Roll Cider. Ich könnte ein ganzes Buch mit meinen Erlebnissen füllen. Tschüssi, Lein. Oha.
Beatrix ist so süß. Sie muss so viel Wissen und Ideen im Kopf haben, wo sie doch jedes Buch in der Bibliothek von Frau Maria gelesen hat. Sie könnte einen epischen Roman schreiben. Hey, riecht ihr das auch? Ich finde, es riecht nach Zuckerwatte. Komisch, es sind doch gar keine Kirmes und kein Zirkus in der Nähe. Zuckerwatte, sagst du? Oh nein. Ah, der Idris. Oh ja. Me ami? Sagt man das so? Idris, du bist nicht gerade eingeladener Gast. Wir wollen zusammen feiern. Und mir ist nicht nach irgendwelchen Partyspäßchen. Eine Fete in einer Zeit wie dieser? Meine Täubchen, wisst ihr denn nicht, was passiert? Meinst du den Chaos-Vortex? Seht ihn euch doch nur an. Dieser schreckliche, wirbelnde Tentakel des Unheils, der sich über den verlassenen Abgrund ausbreitet, den ihr Teufelsschlucht nennt. Oh, er ist ein bisschen größer geworden. Oh. Ja, Idris, wir waren da, als das losging. Ihr wart da? Wollt ihr mir etwa sagen, dass ihr die Ursache dieses herannahenden Unheils seid? Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, welche Kräfte ihr da entfesselt habt? Es war närrisch von mir, euch das fünfblättrige Kleeblatt anzuvertrauen. Die Dinge, die ihr ausgelöst habt, werden nicht hierbleiben, nicht auf diesen Ort begrenzt sein und nicht auf diese Zeit, wie euer begrenztes menschliches Bewusstsein sie wahrnimmt. Dieses Übel wird in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft widerhallen. Selbst ich, Zirkusdirektor Idris, kann nicht vorhersagen, wie sich dieser Chaos-Vortex, den ihr entfesselt habt, manifestieren wird. Ja, sicher sieht das bedrohlich aus. Und ist es auch. Aber die Soul Rider sind endlich vereint. Wir kümmern uns darum. Ach, sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Wir haben Glück, dass nicht alle Wesen Jorviks das sehen können. Nur jene, die eine Bindung zur Magie haben, können durch den Zauber, der das Unheil verbirgt, blicken. Noch. Au revoir, Soul Rider. Idris hat die Stimmung ganz schön kaputt gemacht. Er scheint wirklich besorgt zu sein, dass der Chaos Vortex auf Jorvik losgehen könnte. Er weiß einfach nicht, dass Sif die Sache unter Kontrolle hat. Richtig? Richtig. Wir sollten langsam zum Stall zurück. Das war ein langer Tag, die Pferde müssen sich erholen. Nein, ich will noch nicht, ich bin erwachsen, ich bestimme selbst, wann ich ein Nickerchen mache. Dass ihr weise und magische Wächterpferde seid, die Äonen erlebt haben, hindert euch nicht daran, euch manchmal wie kleine Kinder aufzuführen. Komm, Tinken, ab in den Stall mit uns, ich will dich bürsten. Dir klebt Teufelsschluchtmatsch in der Mähne. Bah. Concord und ich drehen noch eine Runde auf Jorvik. Bis zum nächsten Mal, Leute, und danke für alles. Ah, die beiden. Was für ein Abenteuer. Ihr findet mich auf der Starshine Range, wenn ihr Lust auf einen Ausritt habt. Jetzt, wo die Schwesternschaft komplett ist, können wir es mit allem aufnehmen, was kommen mag. Concord! Der Beitrag oder der Eintrag in unserem Tagebuch wurde aktualisiert. Und Sif wurde hinzugefügt. Tja. Aber kann Sif das Unheil auch aufhalten? Du bist hier. Du hast es also unverletzt überlebt? Was für eine dumme und alberne Show du da abgezogen hast. Pass auf dich auf, du wirst bald bekommen, wofür du hergekommen bist. Oder ist dir der Preis zu hoch, der für die Mittel bezahlt werden muss? Nein, es ist etwas anderes, das dich beschäftigt. Ah, ein Hauch von Bedauern in diesen dunklen Augen. Deine Feindin wurde gestärkt, dabei hättest du sie niederschlagen können. Nein. Einen benachteiligten Feind zu besiegen, ist ehrlos. Erspare mir deine Plattitüden über Ganoven-Ehre. Weiß dein Herr, dass du an dieses Konzept glaubst? Lenk nicht nur vom Thema ab. Du hast mir noch nicht gegeben, wofür ich gekommen bin. Unsere Bezahlung dafür, dass wir die alte Hexe Holdsworth in die Falle gelockt und Anne in Panik versetzt haben. Nun gut, euer verlorenes viertes Mitglied erwartet euch an diesem Ort. Ich nehme an, seine, oder besser gesagt ihre Geduld wurde gründlich auf die Probe gestellt.
Bist du sicher, dass sie dort ist? Ich habe die Wildwoods durchsucht und keine Spur gefunden. Ich werde mich nicht täuschen lassen. Deine Instinkte und dein Gespür haben dich nicht getäuscht. Sie ist dort und sie ist nicht dort. Sie ist in einem Wurzelgeflecht gefangen, von Zeit und Raum getrennt. Dir hat bisher nur der Schlüssel zu ihr gefehlt. Hier ist er. Nimm ihn an dich. Boah. Runhammer, der Spalthammer des Galoppreiters. Sind die Legenden wahr? Hast du ihm wirklich Unsterblichkeit geschenkt? Geschenkt? Der Narr wusste nicht, dass ewig zu leben ein Fluch und kein Geschenk ist. Du hast genug gefragt. Verlasse jetzt bitte unsere Heimat. Nachtreiter, Soulrider, Druiden, Hexen, Jorviks. Ihr alle seid Eindringlinge hier. Ich gehe, aber wenn du deine Meinung änderst und einsiehst, dass es in deinem Sinne ist, die Soul Rider auszuschalten und in Garnoks Reihen immer ein Platz für dich frei. Nerin, es ist in meinem Sinne, dass niemand von euch die Oberhand über die anderen gewinnt. Die Valar beziehen ihre Energie aus Pandoria und dem Chaos. Dass der Konflikt zwischen den Nachtreitern und den Soul Ridern blüht, liegt in unserem besten Interesse. Also alles nur ein Hinterhalt. Krass. Das ist jetzt echt krass. Okay, also wir haben jetzt die momentane Hauptquest. Haben wir abgeschlossen. Tatsache, jo. Wir haben aber auch noch ein neues Rennen auf der Starshine Range von Giuliermo. Da könnten wir eigentlich mal noch hin. Das könnten wir eigentlich gerade mal noch machen. Oder? Obwohl, wenn ich jetzt gerade so auf die Uhr gucke, ist eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um erstmal aufzuhören. Ja, das heißt, ich verabschiede mich für heute von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!